Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Uranium. Mein Team ist wieder geheilt und ich habe diese paar Trainer hier noch mitgenommen. Genau wie den da unten. Mehr habe ich nicht gemacht. Hat man doch keine Lust. Los geht's, Metalux! Ich meine, diese Gegner sind relativ schwach. Oder sagen wir anfällig gegen uns. Leider passiert genau das. Ich brauche zu viel... Ach nein. Ich brauche zu viele AP. Ich weiß nicht, wie weit dieser Wasserweg noch ist, nicht wahr? Deswegen sollte ich ein bisschen sparsamer umgehen. Was haben wir hier? Schockwelle. Und damit kann ich, glaube ich, sehr gut arbeiten. Moment. Wo ist die Schockwelle? Hier, die immer trifft. Das müsste eigentlich unser Schlebri lernen können, oder? Tatsache, sehr gut. Da ich nicht weiß, wann es mal eine Elektroattacke lernen wird, warum nicht? Lebensschelle kann halt wichtig sein, aber ist halt sehr schwach. Schlammbad brauchen wir, Silberhauch kann auch was sein und Bodyslam halt auch. Deswegen Lebensschelle weg. Definitiv. Jetzt haben wir immerhin mal eine Dingensattacke. Moment, ich dachte... Wurde mir nicht gesagt, dass die TMs weggehen, wenn ich sie aufbrauche? Scheinbar nicht. Habe ich wohl was verwechselt. Umso besser. Umso besser. Sehr schön. Da muss ich gar nicht so... Da oben geht's nicht lang, nein. Da muss ich gar nicht so sparsam mit umgehen. Die Uhrzeit ist so warm und salzig. Fühlt sich gut an. Warm und salzig. Ja. Schakade. Na klar. Los, Metalux. Sollten wir eigentlich hinkriegen, oder? Laubklinge. Käfertrutz. Nicht das Optimum. Nicht das Optimum für mich. Komm schon. Naja, geht, geht. Lass das jetzt mal. Sieht ihr, so ein Käfer macht mir viel zu viel Damage. Wobei, ja, es ist auch auf Level 36. Jetzt kommt der Crit, dankeschön. Sehr gut. Erfahrungspunkte, ja, nehme ich. Glub, glub, glub. Was glub, glub, glub? Bist du dumm oder so? Oh nein, noch mehr... Das sind dumme Ninjas. Du bist derjenige, der unsere Brüder entehrt hat. Niemand darf unseren Ninja-Clan im Kampf schlagen. Bereite dich auf eine Abreibung vor. Ich bereite mich vor. Oh nein. Wen habe ich jetzt an der zweiten Stelle? Weiß ich nicht. Jeder fährt's. Ja, doch, kann man machen. Okay, wir Gigasaugern erstmal los. Auf dich. Und du greifst an mit Durchbruch. Auf den gleichen, komm. Nassschweif. Darfst du ruhig machen. Ging daneben, perfekt. Der Durchbruch von dir. Sehr gut. Ich hätte es lieber gesehen, wenn Metalux zuerst angegriffen hätte. Wie, das reicht nicht. Doch, es reicht. Okay, das ist eigentlich eine gute Sache hier. Sie haben bestimmt noch mehr Pokémon, ja. Korarif. Oh, was zur. Okay, weißt du was? Du machst Gigasauge auf Korarif. Ist das eine Weiterentwicklung von Corazon? Ich nehme stark an, ne? Ich nehme stark an. Ich hoffe einfach mal, dass Metalux seinen Gegner mit einem Schlag besiegen kann. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten war meine Entscheidung ein bisschen dumm. Ja, nee, meine Entscheidung war dumm. Na gut, kann man nichts machen. Aquavelle? Nicht mich verwirren, bitte. Was habe ich gerade gesagt? Na gut, Metalux, du besiegst Skorazon meinetwegen. Dich wechseln wir aus. Schlebri. Ich mag Schlebri. Ist einer meiner Favoriten, würde ich sagen, in diesem Spiel bisher. Definitiv. So, ist was für dich. Einfach ein neues Corazon. Ha! Auf jeden Fall nett. Lazera ebenfalls Erfahrungspunkte, ja. Noch eins. Noch eins. Ja gut, du besiegst den Fisch. Und Schlebri
Ja, versuchst eine Schockwelle. Finte. Autsch. Käfertrutz. Auch nicht so cool, aber passt schon. Und dann. Es trifft beide. Hm. Toll. Toll, toll, toll. So, Saidina ist auf jeden Fall von weg. Das ist gut. Metalux hat ein bisschen KP dazu bekommen. Ist auch gut. Und jetzt die Schockwelle, die nicht mehr ganz so viel Damage machen wird. Aber immerhin machen wir Schaden. Naja. Nach der Senkung des Spezialangriffs nicht mehr so cool. Aber er bleibt dabei. Regentanz! Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Mach meine Schockwelle wieder ein bisschen mehr Damage. Aber seht euch den Schaden an. Ist so gering, ja. Ah, dieser dumme Käfertrutz. So, komm. Hauen wir feste drauf. Käferbiss gegen Schlibri. Das ist in Ordnung. Völlig in Ordnung. Und nun Lautklinge. Reicht. Sehr gut. Ja, dieser Gigasauger, der war halt schon Gold wert. Gold wert. Dieser Fremdländer ist stark. Fremdländer. War da im Original irgendein Wort, das nicht so gut ankommen würde auf Deutsch? Diese Ungerechtigkeit kann so nicht stehen gelassen werden. Wir müssen es dem Boss berichten. Ja, ja, der Boss. Er wird es dem Fremdländer schon zeigen. Du wirst den Tag bereuen, an dem du es mit uns aufgenommen hast. Ja, 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 ja. Hört auf zu labern. Oh, hier lieb. Wie gesagt, Pokédex füllen, Offscreen-Arbeit. Erstmal das Spiel durchspielen, ganz klar. Sehr gut, oh, stark. Wie gesagt, Metalux braucht noch ein bisschen Erfahrungspunkte zusätzlich. So, was haben wir da? Seegesang! Seegesang, möchte ich das direkt jemandem geben? Wo ist es denn? Was? Nicht bei Medizin, nee, hier irgendwo. Schafzahn. Seegesang. Wem könnte ich das geben? Wer macht immer sehr guten Damage? Nee, Bärschon trägt was anderes. Gift. Nee, das lassen wir auch. Das Glücksei könnte ich aber jemandem geben. Metalux nämlich. Ja. Für den Fall der Fälle. Seegesang, wie gesagt. Vielleicht für eine Terra. Nee, Epiteiler brauchen wir noch. Das war Maretra, glaube ich, nur irgendeine Beere oder so. Nee, die Flinkklaue. Lassen wir mal. Seegesang besser. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Supertrainingszelt. Supertrainingszelt. Hatten wir schon mal gesehen, sowas. Willkommen, mein Name lautet Taru und ich bin ein Ninja. Wir machen das einfach mal, okay? Wer braucht KP? Ich sag mal Giraffe. Ja, komm, Giraffe jetzt. Oh. Okay. Nein. Fürs Verständnis. Ich muss da unten drücken im grünen Bereich. Mist, verkackt. Hat seine HP FP um 13 erhöht. Komm wieder, wenn du. Ja. Ja, DV-Verteilung und so, ne? Ihr versteht schon. Ihr versteht schon. Dann würde ich aber gerne. Schon an die zweite Stelle packen, für den Fall, dass nochmal so ein paar Ninjas auftauchen werden. Ja, habe dieses Training mal gesehen, mein Gott, aber. Halte ich jetzt meistens nicht allzu viel von. Einfach nur fürs bloße Durchspielen. Passt es schon so. Wie unsere Pokémon halt sind, ne? Das passt schon. Sehr gut. Dank des Glückseis jetzt mehr Erfahrungspunkte für Metalux. Das ist nötig. Und den EP-Teiler möchte ich auch gleich jemandem anderen geben. Muss ich sogar, glaube ich. Würde Sinn ergeben.
Brunei, ja, Brunei. Kriegen wir dich klein mit einer Laubklinge? Ich denke ja, oder? Natürlich nicht. Ja, und jetzt? Mit der Verwirrung? Nee. Will ich den Kampf gar nicht erst anfangen, respektive zu Ende bringen. Ich habe ihn ja angefangen. ja. Nochmal so ein Vieh. Aber ernsthaft, gibt es hier Shiny-Pokémon? Nicht, dass ich eins finden würde, aber... Ich meine ja nur. Okay, da ist Land und... Natürlich kommen nochmal zwei von diesen Idioten. Vier? Du hast einen riesen Fehler gemacht. Nun ist unser ganzer Clan hier. Der ganze Clan und ihr seid nur zu viert. Unser Boss wird dich versenken. Boss Hokage ist unschlagbar. Oh, zu fünft. Ah, das ist... Also der fremde Eindringling, der es wagte, unser Gebiet zu betreten. Zeig, was du kannst, Boss! Unterbrecht uns nicht. Also, du bist ein starker Pokémon-Trainer. Aber mittlerweile bist du schwach und müde. Meine Pokémon sind stark. Schnell, listig. Wir herrschen über diesen Teil des Meeres. Bei der Ehre meines Clans. Wir bestrafen dich. Ich hätte auch noch meine ganzen Pokémon heilen können. Das wäre natürlich stark gewesen. Aber eins gegen eins... Sollten wir hinkriegen, oder? Sardine ist schneller, deswegen kann ich mit dem Gigasauger ordentlich was reißen. Oh. Mit ordentlich was reißen dachte ich könnte meine verlorenen KP direkt auffüllen, aber nö. Wir bleiben aber dabei. Finte. Süß. Okay, so kann es mir nicht allzu viel anhaben. Sind wir ehrlich. So, Hokage. Oder wie ist der Typ? Hokage, ne? Ja. Ein Hypertra... Oh Gott, bist du langweilig. Bist du ein langweiler Typ. Das war stark. Und nun... Laubklinge. Ja, mach ruhig. Was ist das? Reicht nicht ganz. Okay, dann nochmal... Nee, nicht nochmal die... Was habe ich jetzt gemacht? Doch, es war gut. Wir hauen jetzt einfach noch die Igelsamen drauf. Denn das letzte Mal Gigasauger würde ich gerne noch aufsparen. Deswegen war es gar nicht mal so dumm, dass jetzt noch ein Hypertrank kam. Das war sogar technisch gesehen sehr gut. Ja, mit deinen Attacken kannst du Metalux nicht viel anhaben, mein Freund. Hokage. Wie viele Pokémon hat der denn? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, das erkennt man ja so ein bisschen unten. Ich habe... Eins verloren, oder was bedeutet das? Der hat wirklich 6 Pokémon, ist das richtig? Das wäre ein bisschen viel. Das wäre ein bisschen viel, finde ich gerade. Für so einen random Bosskampf hier mitten im Wasser. Aber ich glaube, das Spiel ist ja nicht dafür bekannt... Eisenschweif. Nicht dafür bekannt, leicht zu sein, oder? Eisenschweif wäre cool. Das Problem ist, die Genauigkeit gefällt mir nicht. Metallklaue ist schwächer. 75 Genauigkeit. Ja, komm, wir müssen das machen, glaube ich. Wir müssen. Ja. Terra 37, sehr gut. Tubaral. Tubaral, das war dieser dumme, dumme Fisch, ne? Ja, wir... Nee, wir bleiben drin, komm. Tubaral. Oh, das ist gar nicht dasselbe wie zuvor. Oh, seht ihr das? Das ist die entwickelte Version. Wie hieß denn der andere doch mal? Keine Ahnung. Knirscher. Schmerzhaft. Gigasauger. Oh, du Vollidiot. Oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das war nichts. Ich muss auswechseln. Das Problem ist, das Pokémon, auf das ich gerne auswechseln würde, ist so ein bisschen... Ne? Nee, kann ich nicht machen. Ich setze zuerst auf Latera. Ich brauche eine Runde, um es zu heilen. Regentanz. Okay, das ist in Ordnung. Runde geschenkt. Ja, ich habe noch ein paar Supertränke geholt. Ja, es gab keine besseren Tränke, deswegen Supertränke.
War vielleicht ein Problem, aber warten wir es ab. Eiszahn beherrscht es. Das ist natürlich ein ganz klarer One-Hit, besonders weil es auf Level 38 ist. Ach du Kacke. Okay, Schlebri. Du bist dran. Er hat einfach einen Garados, dieser Vollidiot. Schockwelle. Nassschweif. Schmerzhaft wegen des Regens. Oh Gott. Ja gut, ne? Ja gut, ne? Ich würde sagen, wir haben ein Problem. Wir haben offiziell ein Problem. Ja komm, ich meine, was soll ich machen? Eiszahn, toll. Danke, ich dachte schon, ich werde jetzt eingefroren. Macht Surfer immer ein bisschen was wegen des Regens. Naja, es war ein Volltreffer, somit eher nein. Versuchen wir. Das bringt doch alles nichts. Ja, wir müssen beim Surfer bleiben. Sonst kann ich ein bisschen Schaden wieder wettmachen mit dem Seegesang. Oh, wenn dieser Typ jetzt noch einen Hypertrank hat, dann habe ich ein Problem. Dieses Garados ist ein riesiges Problem. Ich habe auch keine Heil-Items. Mit Heil-Items meine ich Beleber. Wenn der wirklich 6 von diesen starken Pokémon hat, ja, dann gute Nacht. Ich denke mal, ich sollte... Ich habe echt nicht... Das sind alles meine Heil-Items. Oh nein, ich habe gar nicht mehr. Toll. Ich muss dringend in eine große Stadt, um einzukaufen. Dringend. Eiszahn ist in Ordnung. Dann greife ich nochmal an. Nicht eingefroren werden, bitte. Danke. Das wird aber nicht ausreichen. Nein, bei weitem nicht. Ein bisschen Kapi gut gemacht. Und nochmal Surfer. Ach, komm schon. Wäre schön gewesen, wenn du jetzt noch ein Dingens eingesetzt hättest, einen Regentanz. Aber dann halt nicht. Okay, Garados war eine Bedrohung. Das war eine Bedrohung. Okay, wie geht's denn weiter? Wie dieser dumme Dingens hier, ne? Ja, da wechsle ich wieder auf Metalux. Eine normale Laubklinge sollte eigentlich diesen Kampf jetzt beenden. Wobei, nee, das Level. Das Level. Komm schon. Ach, komm schon. Da wäre jetzt ein Volltreffer wichtig gewesen. Oh, Knirscher, nein. Es wird hier so eng. Ich kann diesen Kampf jetzt nicht aussitzen. Ich habe keine Heil-Items dazu. Da ist ein Problem. Komm schon, das war's doch, oder? Aquana! Aquana. Aquana. Wisst ihr was, da bleiben wir drin. Aquana könnte zwar den Eisstrahl beherrschen. Wir hoffen es jetzt aber mal nicht. Hat einfach ein Aquana. Säurepanzer. Das ist in Ordnung. Wisst ihr was? Wir setzen mal die Igelsamen. Setzt Säurepanzer ein. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wobei, nee, ist nicht in Ordnung. Shit. Ich greife ja physisch an. Oh, Mist. Ja, und Gigasauger habe ich nichts mehr. Na gut, wir bleiben mit der Laubklinge. Ist immerhin sehr effektiv und es ist Zap. Und ein Volltreff, okay. Okay, für das, dass es ein Aquana war, konnte es jetzt nicht so viel reißen. Aber mir soll es recht sein. Daikatuna. Oh, was ist das alles hier? Oh, was zum... Edelsamen. Schwert-Tanz. Oh nein. Wird das jetzt so ein Kampf? Immerhin die Edelsamen. Immerhin. Alles gut. Das Ziel der Pokémon ist das eigentlich. Das 25. oder so. Gefühlt. Eisenschädel. Das passt schon. Passt schon. Zurück. Nein. Nein, Metalux, bitte tu das nicht.
Bitte tu das nicht, ja. Du musst jetzt diese Laubklinge einsetzen, unbedingt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Ich denke, ich muss Metalux auch gleich noch heilen. Er trifft auch immer mit seinem dummen Eisenschädel, nicht wahr? Und ich... Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Warum trifft dieser Vollidiot ständig damit? Gott sei Dank konnte ich die Igelsamen setzen. Ja. Jetzt wird's langsam lächerlich, mein Freund. Jetzt wird's wirklich lächerlich. Was soll denn das? Ich meine, könnt ihr bitte mal was dazu sagen? Das ist doch dumm, sowas. Das ist doch echt dumm, sowas. Oder, keine Ahnung, trägt unser Gegner einen Kingstein und hat noch eine spezielle Fähigkeit, die den Gegner eher zurückschrecken lässt, oder was? Ich meine, es ist ein neuer Pokémon, kann ich euch nicht sagen. Und der Eisschädel geht halt immer, immer trifft es sein Ziel, immer. So, endlich. Mein Gott. Das war ein Kampf. Na endlich. Schon gewinnt. Das höre ich gerne. Nein! Das kann nicht sein. Ist die Prophezeiung wahr? Dass jemand kommen wird, der stärker ist als ich? Meine Ninja-Ehre verlangt es von mir. Ich muss mich vor deiner Stärke verneigen. Hey, Boss! Fortan bist du der Hokage. Diese Gewässer sind nun dein. Ich werde gehen. Ja, die sind nicht so glücklich, glaube ich. Tja, dann bist du jetzt wohl unser neuer Boss, ne? Heil den neuen Hokage! Heil den Ninja-Clan! Ninja sind fort! Ja. Oh, die gehören jetzt alle mir? Mit mir meine ich, ach, komm schon. Mit mir meine ich... Was meine ich denn? Ja, sind das meine Leute? Kämpfen die für mich? Das Gewässer gehört auch mir, ich meine, das ist stark. Was nicht ganz so stark war, war mein Kampf. Was ist hier? Irgendwas versteckt? Was ist das hier? Nö. Hm. Auf jeden Fall könnte ich da weitergehen. Und hier drüben? Was ist das da? Eine Brücke oder was? Ich glaube eine Brücke. Wo sind die Pokémon wieder auf einem geringen Level? Lass mich mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ostandur ist nicht so groß. Das beschwipste Maruki etc. Was hier? Noch ein Kernkraftwerk, toll. Trainingsdojo, was ist das da? Das Labyrinth, oh toll. Laxburs Labor. Latanit-Tunnel. Schneeufer. Das sieht jetzt hier nicht so groß aus, muss ich sagen. Ist aber in Ordnung. Ich kann hier auf jeden Fall... toll, nicht an Land gehen. Ich möchte hier noch kurz weiter gehen, ja. Ist ein Stein im Wasser, oder? Dass ich da nicht zum Item rüberkam. Diese dummen Fische. Lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt schließlich der Gebieter dieses... Ach was? Das ist jetzt mein Teil des Sees, ja? Ja, ist doch mal gut jetzt. Hier mal getroffen, weißt du was? Friss das. Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Es dauert immer so lange, diese Attacke, ne? Geh weg. Danke. Ja, ja, ja. Hochmut ist gut und recht, aber brauchen wir jetzt aktuell nicht. So, das möchte ich haben. Ladestrahl. Ladestrahl. Riecht. Spezialangriff ist viel, viel höher als der normale Angriff. Nee, Ladestrahl ist auch speziell. Ziemlich sicher. Nicht so gut wie sicher. Ich muss trotzdem kurz testen. Könnte er sein.
Ja. Ja. Das könnte doch niemand anders lernen, das ist schade. Ja, natürlich. Ist auch speziell. Steigt eventuell Spezialangriff des Anwenders, ja, aber nur eventuell und somit, naja. Somit, naja. Gut, lass uns doch richtig an Land gehen und dann ist unsere Mission für heute beendet. Kein Angriff bitte. Na toll. Natürlich noch einer. Okay, gut. Kunai, du wolltest es so. Vergeltung. Diese dummen Fische, ja. Geht mir sowas von auf den Sack. Ich hoffe, die nächste Stadt ist nicht mehr weit und bietet mir eine große Auswahl an Items. Das habe ich nötig. Aber sowas von. Sehr gut, Leute. Die Surfer Ninjas besiegt und wir erreichen Mascara-Insel. Im Osten von Venice City. Gut, Leute, damit würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Uranium. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.